Hallo hier, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. Viel zu tun haben wir. Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich würde ganz gerne erstmal die Baustelle hier hinten fertig machen. Meine Güte, bin ich erschrocken. Lass mich kurz mal gucken. Stopp, da bleiben. Oh, es ist laut. Laut! Ich bin mir nicht sicher, wenn ich da jetzt halt noch mehr von denen nehme, wirkt sich das auch auf den Freiraum aus? Weil es würden noch mehr reinpassen, auf jeden Fall. Können sie, glaube ich, auch verkaufen, ne? Wenn es zu viel wären. Glaube ich, können die auch verkaufen. Weil es sind ja auch Maradactylus. Warte. Maradactylus. Wir machen das jetzt einfach mal. Was eins? Ach nee, was war hier? Oh, bin ich da? Nee, bin ich nicht. Ach nee, Expeditionslimit reicht, wollte gerade sagen. Vielleicht als nächstes, wenn mal wieder ein Gehegetier kommt, eventuell, könnten wir wieder was machen. Aber ich mache jetzt hier erstmal, ich kümmere mich hier zuerst mal um Dinge. Und zwar machen wir hier solche in großen Einrichtungen hin. Haben wir hier mal eine große Einrichtung. Dann haben wir, oh, ich weiß nicht, ob die dritte so hinpasst. Sieht das gut aus, wenn man das... Nee, ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Machen wir das so. Und geht da jetzt noch eins hin? Ja, aber ich mache das auch so weit auseinander. Dann passt das. Sehr gut. Dann haben wir hier dann drei. Dann machen wir auf... Stutzraum. Du geht's aber nie. Du geht's mir. Haben wir noch Toiletten? Eine Toilette. Oh, hier passt nichts mehr anders hin. Dann können wir hier eine Toilette hinmachen. Sehr gut. Hier machen wir noch. Warte mal, lass mich kurz mal umkreis. Hier vorne. Natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Weil es sich überschneidet, dann müssten wir da hinten einen hinstellen. Wir könnten ja dann hier einen hinstellen. So schon mal so als Vordings für das andere. Und wo machen wir das Kabel rum? Wollen wir das hier hin machen? Drei. Das ist gut. Dann können wir mal gucken, wie das aussieht mit dem Bestand und dem ganzen Zeug. Das ist okay. Ist halt eine blöde Spannung hier. Ich hätte auch hier rumgehen können, aber ich fand es hintenrum nicht so nervig wie da vorne rum. So vom Gucken her. Also wenn ich hier so drauf gucke.
deswegen bin ich hinten rum. Weil hier hinten mache ich mit Sicherheit nichts mehr hin, außer es geht. Ich habe gerade die Map nicht im Kopf. Nee, hier hinten mache ich nichts mehr hin. Nee, nee, nee. Und hier habe ich so weit raus, weil man ja dann hier später auch noch was hinmachen könnte. Aber ich... Was war? Produkt zugestellt. Mutter Burasaurus. Mutter Burasaurus. 6 Stück. Mutter Burasaurus. Ja, komm. Mach mal. Warte mal. 4, 2... So. So. Pass auf. Wir brauchen ein Gehege. Hier ist eine Fleischi. Hier ist eine Fleischi. Hier hinten haben wir noch Möglichkeiten, Möglichkeiten, Möglichkeiten. Wir müssen nämlich auch mal wieder diese Dinger da dann aktivieren rundherum, wenn wir soweit fertig sind. Hier hinten haben wir noch einen riesen Bereich. Hier haben wir... Das Blöde ist... Wenn ich hier ein Gehege hinmache für einen Pflanzenfresser, dann kann es sehr, sehr... sehr, sehr schnell sein, wenn diese Viehdiebe kommen, dass die beide Gehege kaputt machen und der Fleischfresser dann zu Mutter Burasaurus kommt. Okay, das könnte hier auch der Fall sein, rein theoretisch, aber... Mach die ungerne nebeneinander. Wenn wir hier eh schon was gespannt haben... Okay, ich meine, 2 Fleischfresser mögen eh niemanden, die würden sich auch töten. Die mögen sich ja teilweise nicht einmal selber. Also, in die eigene Gattung, wollte ich damit sagen. Mutter Burasaurus. Hier haben wir einen Schutzraum. Wenn wir hier ein Gehege hinmachen und hier ein bisschen Wasser mitnehmen. Wie weit geht es nochmal bis hierher? Das ist knapp mit dem... Das ist knapp. Dann kann ich hier keine Beobachtungsgalerie hinmachen. Die müsste ich dann hier hinmachen. Weil hier wäre sie nicht mehr im Radius. Immer diese komischen Steine. Was ist das für eine Meteranzahl hier? Glaube ich, viel zu groß, aber das war ja das mit dem Ding. Ich guck mal, da sind ja noch mehr von den Steinen hier drin. Wieso ist es hier eigentlich? Das ist ein sehr interessantes Gehege. Habe ich von oben gar nicht gesehen. Das ist ein sehr interessantes Gehege. Ja, muss ich schon sagen. Also das ist wirklich... Ja. Schon.
Kannst du mal? Warte mal. Wir müssen das da machen, wir müssen das da machen. Wir müssen das da drehen. Ja, das geht nicht komplett. Wir müssen es kleiner machen. Warte. Nein. Okay, das sieht man auch nicht komplett, aber ich glaube, das ist okay. Mach mal das hier raus. Und was hatte ich da jetzt? Ach so, das Tor. Das Tor, das Tor. Ich mache da noch ein. Oh Mann. Kann ich die alle wegmachen? Kann ich die markieren irgendwie? Nee, ne? Weg. Will euch nicht. Keiner will euch. Weg. Obwohl, wenn ich es hier mache, muss ich keine. Okay, ich kann gar keine weiteren hinmachen. Ich habe 4 Stück gebaut. Dann muss das da hier mit her. Das da muss dann hier mit her. Machen wir weiter. Hier sind auch überall Steine und hier ist noch so ein Ploppelding. Überall Steini. Steini, Steini. Ich meine, das sieht schön aus, aber da kannst du halt nichts hinbauen. Steini, Steini. So, du bist dann hierfür zuständig. Und du bist hierfür zuständig. Wie sieht es jetzt gerade aus? Warte. Immer ein her. Ja, Freiraum geht runter. Ja, 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 dachte ich mir. Aber es war das Neue, müssen die erst hier hinfliegen, damit die. Also. Nee, ich glaube, das zählt komplett, ne? Aber sie sind hier noch im guten Bereich. Meinst du, das passt? Hm. Ich glaube, wenn sie oben nicht im roten Bereich sind, ist alles okay. Lass das mal so. Wenn nicht, müssen wir es größer machen oder verkaufen. Das wäre das Einzige. Ein Ranger-Team zugewiesen, du lügst. 5. 1, 2. Transportiere Produkte. Ja. Produkt in der Luft. Geht nicht. Ich habe ein Ranger-Team zugewiesen. Warum lügst du? Wieso wurde es nicht zugewiesen? Wieso sind hier solche Symbole? Wo waren da jetzt solche Symbole? Brauchen auf jeden Fall Wald weg, mit Sicherheit. Nur ich will gucken, was sie brauchen. Die können ja hier nicht einmal, wenn die hier reinfahren, die können ja nicht einmal nicht identifiziertes Leiden entdeckt. Bei denen? Das kommt schon. Sehr schön. So, lass mal kurz. Wald. Ihr wollt mich doch. Ihr wollt mich doch. Ich mag's doch weg. Mich stört es. Ich mag's doch weg. Pflanzenfasern und Wald. Das da gehört zu Wald.
Pflanzenfasern, Boden. 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 Das passt, oder? Lass uns nämlich mal gucken. Lass uns nämlich gucken. Perfekt. Perfekt. Euch geht's super, oder? Oh, guck mal, wie schön das hier aussieht. Ich finde es in dem Winterding total schön. Ist total schick. Wie schön einfach. Aber warte, ich muss mich kümmern. Ich muss mich gerade. Achso. Kommt es denn schon? Ja, kommt. Haut ihr hier gegen die Wand? Ich habe immer Angst, dass die hier durchgehen. Erkrankt. Okay, was muss ich erforschen? Dass da was blinkt. Eins und drei. Okay, warte. So. Machen wir das da schnell. So, dann haben wir die da. Muss ich kurz mal gucken. Hier hinten haben wir noch Minus, weil da hinten logischerweise wenig hinlaufen. Hallo? Oh nein, ich hasse es so sehr. Hallo? 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 Ja? Weißt du, an was mich das so... Ich glaube, diese Viehdiebe, die sind das Gegenstück zu den Stürmen in dem letzten... War das auch ein 5-Sterne-Herausforderungs-Dings? Chaos-Theorie-Dingens. Da kam doch auch in jeder Folge mindestens mal ein Sturm. Und so ein richtig, richtig, richtig fieser Sturm. Vier! Okay, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Und was passiert, wenn die mitgenommen werden? Geht dann irgendwas runter? Wurde schon entdeckt. Wurde schon was markiert. Ich habe noch bald keinen Platz mehr, wo sie herkommen können. Ja, ich muss aber erst, ich muss es ja erst hier, weißt du? Ein Tor wurde geöffnet. Ein Tor wurde geöffnet. Why are you doing this? Der sollte euch fressen. Dann würdet ihr das nicht mehr machen. Auf damit. Die befliehen. Ja, ich hab. Macht der das nicht so, dem ich das gesagt habe, dass er das zumachen soll? Da fährt er erst hier hinter. Warte kurz. Ich brauche kurz ein Auto.
Das ist so ein Auto. Das ist ein anderes Auto. Wir haben eindeutig zu repariert Aviarium-Kuppel. Guck mal. Das hat dein Kollege nicht gemacht. Magst du das kurz machen? Und er hat auch noch das Gehege von dem Fleischfresser aufgemacht. Er hätte den echt fressen sollen. Aber echt. So, und das müsste jetzt ja dann weggehen. Die Gefahr für die Gäste, oder? Weil eigentlich sind die keine Gefahr mehr. Rein theoretisch. Yes. Okay, gut. Sehr gut. So. Hier haben wir Mutterburra. Die haben ja genug Freiraum, ne? Das war wahrscheinlich ein bisschen mehr, als sie gewollt haben, aber... Jawohl, guck mal. Es ist sogar noch mittendrin. Das ist in Ordnung. Was ist hier für ein Hubschrauber? Was tust du? Ein Gallimimus? Ich mach mal kurz hier. Hatten wir die schon hier? Sind das Galli? Hatten wir Galli? Hatten wir. Also die passen hier noch mit rein. Es wurden ja ein paar Gallimimus. Also. Könnten die rein theoretisch schon. Sieben Gallimimus. Vulcano. Kano wären besser, ne? Aber verbleibende Zeit. Das reicht nicht mehr. Das reicht nicht mehr. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich die losschicke und die verbleibende Zeit reicht nicht mehr. Ich bin nur mal gespannt, wie... Ich weiß, dass jetzt 300.000 sind, aber ich bin nur mal gespannt, was dann kommt. Kommt dann eine Meldung? Oder musste ich nur innerhalb der 15 Minuten ein Team losschicken? Okay, also es läuft. Es läuft. Dann könnten wir ja hier, weil hier hinten könnten die weiterlaufen. Ich habe zwar gesagt, da hinten machen wir nichts mehr, aber... Soll ich das hier zumachen? Nee, ich mach das nicht zu, oder? Mach die hier kurz mal weg. Können wir dann gleich noch woanders hin machen. Das ist nur ein Stein, aber die möchte ich auch wegmachen. Und hier können wir ja dann noch weitermachen, falls es nicht reicht vom Platz her. Beobachtungsgalerie. Natürlich da hinten mit dem Platz verschwindet. Mach das mal hierher. Falls wir das hier weitermachen müssen. Oder wir machen das... Es ist halt echt so ein Ding, wir können das natürlich. Wollen wir es riskieren? Wenn wir das da hier zumachen? Ich sehe schon, dass irgendein Tier gefressen wird. Moment.
Jetzt mache ich unseren schönen Turm da kaputt. So. Dann haben wir hier ein Ding für die Karno, wenn sie tatsächlich kommen jetzt. Ne? Außer sie sind beide entwischt, weil ja... Einen. Die Frage ist, wie war es bei den Karnos? Können wir da überhaupt zwei halten schon, oder? Ich glaube, bei denen waren zwei. Die wollen auch, glaube ich, auch lebend futtern, ne? Wollten sie, glaube ich. So, mal gucken, ob die sich gegenseitig auffressen, wenn sie da mal einen Riss in der Barriere haben. Da gehen halt noch nicht so viele Leute rein, weil sie hier noch nicht so viel haben, wo sie hin könnten. Na, da müssten wir vielleicht auch ein bisschen Gehege machen. Oh Gott. Serato. Zustellung abgeschlossen. Warte. Hallo. Mobile. Das Mobile. Und Aufgabe hinzufügen. Hinten ist ein Hobbel. Hinten ist ein Hubbel. Wasser, ja. Wasser ist okay, glaube ich. Hier ist ein komischer... Hier ist ein komischer Ding. Okay, also hier brauche ich auf jeden Fall zwei, ne? Glaube ich. Oder? Lass mich kurz mal gucken. Ja, und der ist einsam. Ich bräuchte noch einen. Aber... Gib mir mal 2 Minuten. Bei denen braucht man sogar 2. Warte... Tut mir so leid. Aber. Kann ich? Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ja. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Und ich hoffe, der ist jetzt weg, bevor der andere wieder kommt. Ja, ich habe noch halb Zeit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, perfekt. So, dann haben wir das. Und wir müssen hier hüben mal was machen, damit Leute rüberlaufen wegen diesen Gästedingern hier. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Hier ist noch gar keiner drin, aber die sind halt alle aufs Gleiche, ne? Machen wir jetzt mal, wir konfigurieren das jetzt mal. Wir machen hier... Warte mal kurz, wir haben da einen Denkfehler gemacht. Und zwar müssen wir ja... Ich habe immer... Oh Gott, jetzt muss ich gucken. Warte kurz. Ich hab nämlich immer... Warten Sie einen kurzen... Moment. Das wollte ich nicht. Das können wir aber dann später auch machen, auf jeden Fall. Ja. Oh Gott, ist mir zerstrocken. Ja. Versperrt. Transport hat begonnen. Warte. Wo war ich jetzt? Hier. Wir haben Denkfehler gemacht und zwar
müssen wir ja immer wechseln zwischen Shop und Trinken und so weiter, ne? Was haben wir jetzt da? Ich kann mich gar nicht konzentrieren, wenn immer so viel Zeug kommt. Geh weg. So. Haben wir eine große Einrichtung. Dann machen wir hier mal Trinken. Sind die schon weg? Sind noch nicht weg. Komm. Warte. Njung. Da haben wir jetzt Trüffeln. Und dann haben wir Shop-Items. Warte, das gleiche muss ich kurz hier machen. Dann können wir mich um den Karno. Trüffeln. Warte. Trüffeln. Und das war ja direkt, ne? Oh Gott, sieht das schief aus und schräg und überhaupt. So, jetzt muss ich kurz hier mal gucken. Und was ist hier los? Du möchtest nur Wald haben? Nichts weiter? Das ist aber... Du bist aber begnügsam. Willst du auch alleine sein? Du bräuchtest aber noch einen Eingang. Und wir müssen rein theoretisch... Warte. Das ist so ein Wärmesensor. Möchte ich jetzt hier aber nicht haben. Kommen die meistens von hier oben schon, oder? Was habe ich denn alles auf der Karte gerade? Was war hier jetzt nochmal? Tabichara. Überleg gerade. In Tabichara. Aber wollen wir. Wie viel waren das jetzt? Ich hab's nicht gelesen. Wie viel waren das jetzt? 6 Tabichara. Wir machen das jetzt einfach hier hinten hin. Wo? Das
Das kann ich da hinmachen? Sonst meckert der doch immer. Oder war das knapp da hinten? Ich mache jetzt mal 3 hin, die kosten ja nichts. Avarium-Brutstätte müssen wir ja hinmachen. Hoppala. Nee. Gästeattraktion müssen wir noch reinmachen. Avarium-Beobachtungsdingsies. Das können wir machen, ja. So. Strom haben wir hier hinten. Oh, ist das knapp. Geht es noch? Geht es noch? Geht es noch? Blöde ist, ich kann nicht mehr so viel bauen, weil ich ja nicht mehr so viele Dingsies machen kann. Ranger-Dinger. Ich muss mal gucken, was ich noch forschen kann. Aber ich habe gerade 2 hier weggeschickt. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch... Das sind nur die Zäune. Das ist alles. Das ist ja nur Medizin. Gästeattraktion, die sind noch gesperrt. Das da könnte ich noch machen, das sind aber nur solche Bonus-Dingsies. Das da ist der Weg und das ist ein großes Hotel. Ich weiß gerade nicht, wo das mit drin ist, aber ich würde sagen, wir machen es einfach mal nach und nach alles, oder? Wir machen da einfach mal nach und nach alles, was wir forschen können. Dann machen wir die hier hinten rein. Die sehen sich, ich kann sie reinmachen. Die haben Medi und die haben Ranger. Ranger, dann haben wir, vielleicht hätte ich die da eher, vielleicht sollte ich die hier auf dem Weg machen. Vielleicht sollte ich die eher hier hin machen. Weiß ich nicht. Hier kann ich nur noch, hier kann ich keinen Sinn machen wegen dem Mast. Kann ich keinen zweiten hinmachen wegen dem Mast. Mast. Nur 2, das ist aber schlecht. So. Hier. Kann ich den da umsetzen? Nee, kann ich nicht. Warte kurz. Stopp mal kurz.
So. Haben wir das. Und wir haben ja noch diese Gäste-Attraktions-Dings, die ist nur, ich weiß nicht, wollen wir die hier hin machen? Wir machen einfach mal daher und dann haben wir hier ein Kino. Wieso Kino 2 eigentlich? Ich hab doch noch gar keinen Gäste-Dings. Da haben wir jetzt Essen, Trinken und die Abendkleidung. Wie sieht's eigentlich hier aus? Wir haben schon wieder über 40 Minuten, sehe ich gerade. Da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann gucken wir mal, ob wir unsere Dinos erreichen. Und diese Tabichadas muss ich fertig machen. Dann mache ich jetzt mal auf Stopp, damit ich das in der nächsten Folge gleich machen kann. Dann geht es dann hier in der nächsten Folge weiter. Vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.